Ist die Frage, ob man das halt auf die andere Seite auch noch rüberzieht oder ob man es da jetzt an der Stelle so lässt und einfach zum Beispiel so ein Ding nimmt, das rotiert um 90. Wo hat das denn jetzt hin rotiert? 90. Und dann hier aus diesem Kollegen irgendwie noch was rauszieht. Das ist natürlich die Frage. Die Frage aller Fragen, die sich tagtäglich stellt auf unserem Weg in der Blenderstadt. Das Ding ist wahrscheinlich nur, wenn ich jetzt hier so einen Zwischenteil noch mache, was das nochmal so abgrenzt, das läuft ja hier im Grunde ins Nichts. Denn da ist ja eigentlich nichts. Das heißt, da müsste dann eigentlich trotzdem was sein. Wie mache ich das am geschicktesten? Wahrscheinlich, sag mal, G auf Y. Wahrscheinlich so mache ich das dann am geschicktesten. Da müssen wir dann doch irgendwie was hinlegen, was da dieses Haus ein bisschen, ja, absäumt, will ich mal sagen. Also jeder Statiker fängt wahrscheinlich gerade richtig an zu lachen, oder ich weiß nicht, wer da so anfängt zu lachen in so einem Moment. Also wer sowas eigentlich macht. Aber wir sind ja auch keine studierten Hausbauer, wir bauen hier unsere Fantasy World. Und das ist, denke ich mal, völlig in Ordnung. So, dass man da einfach so einen bisschen abgegrenzten, dunkleren Holzrahmen hat um das Dach drumherum. Ist die Frage, ob man das so macht. Man könnte jetzt stylingtechnisch da natürlich auch vielleicht noch ein bisschen was reißen. Aber es würde alles in nichts enden. Das ist das große Problem. Von daher lassen wir das jetzt einfach mal so. Ist nicht sonderlich auffällig, muss man sagen. Aber ich denke, es erfüllt seinen Zweck. So, den machen wir einfach mal so als Abschluss noch oben drauf. Und dann haben wir, denke ich, ein relativ rundes Haus. Jetzt wäre zu überlegen, also nicht ein rundes, aber ein, wisst schon wie, ob man hier eventuell den natürlich auch noch nach da drüben zieht. Der müsste dann wahrscheinlich mit der Ecke abschließen, im besten Fall. Ich weiß gar nicht, haben wir unten auch so, genau. Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen, so rum. Selection by Material. Und ups. So, das muss natürlich dann auch noch halbwegs vernünftig sein hier. Man sieht es aber auch so schlecht. Muss man ja einfach mal anmerken. So. Zack. Das soll uns jetzt einfach mal reichen hier als Hausabschluss. Und oben an der Kante würde ich gerne dann auch noch was langziehen. Einfach auch noch mal irgend so ein balkenähnlichen Abschluss, der vielleicht ein bisschen größer ist und einfach oben das Ganze nochmal abschließt. So. Zack, ist natürlich die Frage, wo? Machen wir wahrscheinlich sowas in der Richtung. Genau. Na, sag mal, wo ist es denn hier? Der müsste dann bis da gehen.
aber nicht ganz, denn wir sehen schon, die Problematik, die sich einstellt, ist dass hier natürlich eine leichte Kurve im Haus ist. Oder was heißt eine leichte Kurve? Ja. Also halt so ein leichter Schwung. So, und den müssen wir gerade mal ein bisschen ausgleichen. Zack. Und dann müssten wir das so eigentlich haben. Machen wir es mal oben nicht abschließend. Ich würde das gerne mal probieren, wie das aussieht. Hier das mal auf Kante ziehen. Ich denke, das könnte ein bisschen rustikaler aussehen, wenn man das so macht. Ja. Und ja, ich wollte mich eigentlich gar nicht so lange hier am Haus aufhalten oder jetzt an diesem einen. Ich wollte viel lieber schon dann weitermachen am zweiten Haus. Aber häufig kommt ja eins zum anderen und ach shit, jetzt ist ja wieder die Problematik. Jesus. Hängt der jetzt da dran? Ach, der hängt da automatisch mit dran. Das ist ja praktisch. Gut, wusste ich nicht. Macht er automatisch. Sehr schön. Jetzt binden wir das mal ein in unsere Szene. Und ja, ich denke, das kann man ein bisschen besser anbieten. Wie gesagt, auf der anderen Seite geht ja dann das andere Haus weiter. Müssen wir dann mal gucken, dass wir das oder da ein bisschen Platz lassen. Irgendwie. Mal gucken, wie wir das genau machen. Und ja, dann geht's weiter. So, Moment, jetzt müssen wir das mal so hier. Bisschen. Ah, shit, der macht das natürlich wieder so. Aber es dürfte, glaube ich, trotzdem funktionieren, was ich jetzt vorhab. Na, sag mal. Wie rum ist das denn so? So, zack. Müsste der auf den. Ach so, shit. Selection. Das Ding ist natürlich auch, dass der jetzt auch geparentet ist. P clear parent. Ist natürlich die Frage. Z180. Sollen wir das mal kurz nochmal anpassen hier? Das in etwa hinkommt. So, und jetzt können wir wie gewohnt den hier nehmen. Ach. Na, Jesus. Diese verdammten Tasten. Zack. Hauen wir hier drüben rauf. Dann steht unser Haus damit in der Szene oder in der Hausabteilung. Und dann können wir an der Stelle weitermachen und zwar folgendermaßen. Zip Vertices T. Erstmal hier alles auf den Ursprung setzen.
halt do geometry mesh apply hallo object apply rotation dingens selection to cursor. So. Zack. Ist natürlich jetzt die Frage, wie groß macht man das? Also das ist jetzt das Haus, was quasi genau an der Ecke weitergeht. Deswegen habe ich das jetzt kopiert, wo das andere aufhört. Quasi das nächste Haus. Und jetzt ist natürlich die Frage, könnten natürlich das so rausziehen. Hätten dann natürlich wieder das gleiche Dach. Kurz gucken, wie rum das steht. Das steht jetzt quasi verkehrt rum, wenn wir von vorne gucken. Das müssen wir dann später wieder umdrehen. So. Das ist natürlich die Frage, was machen wir? Wir könnten das Dach zum Beispiel ein bisschen runtersetzen, dass da ein bisschen Unterschiede sind. Nicht viel, aber so ein bisschen. Dass es ein bisschen anders aussieht. Zack, oh. Ja, das ist das Problem, wenn man das hier so über die Kante macht. So, zack, 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 zack. Würde ich sagen, richte ich erstmal gerade grundlegend das ganze Gebäude an sich wieder ein. Und sei. Na, sag mal. 4, so, dass wir da erstmal keinen Geraffel haben des Weiteren. Dann können wir nämlich gleich noch vielleicht den einen oder anderen Edge Loop rausschmeißen, zum Beispiel den hier. Und den hier. Es muss ja nicht 100 pro so aussehen, von der Form. Es ist ja nur wichtig, dass es ungefähr zusammenpasst. Zur Not kann man es ja dann später immer noch anpassen. Eine Sache wollte ich vorher vielleicht aber kurz noch machen. Das ist mir letztes Mal, habe ich es vergessen. Und zwar sind ja hier auch Namensvorschläge für unsere Taverne eingegangen. Und die würde ich vielleicht gerade gerne noch realisieren wollen. Wie machen wir das jetzt am besten? Cursor to selected. Hauen wir mal einen Text ein. Und zwar für mich persönlich gewonnen hat, andersrum muss ich sagen. Es gab mehrere Einsendungen sozusagen mit Namensideen. Da nochmal vielen Dank an alle, die da mit drüber nachgedacht haben, wie man diese Taverne nennen könnte. Und ich wollte eigentlich irgendwie eine Kombination aus allem zusammen machen. Und das hat aber eigentlich der Michael ganz gut gemacht. Und auch ein anderer Zuschauer hat geschrieben, dass die Idee von Migotronic am besten war. Von daher dachte ich, gut, in dem Sinne hat die jetzt von, diese Idee hat von den Zuschauern auch 2 Stimmen bekommen. Oder beziehungsweise noch plus 1. und meine auch noch dazu. Von daher fand ich die sehr schön und die würde ich gerne so übernehmen. Man kann natürlich auch später mal sagen, dass da die Besitzer gewechselt haben und dann wird die Taverne umgenannt oder sowas, wie auch immer. Deswegen, aber bis dahin heißt diese Taverne jetzt zum Blenderkübel. Zum Blenderkübel. Na, Kübel. Fand ich sehr schön. Das Problem ist jetzt wahrscheinlich nur, ich werde keine entsprechende Schrift haben, die da gut passt. Von daher werde ich das jetzt erstmal so machen, dass ich das jetzt erstmal nur benenne und des Weiteren dann so lasse. Das kann man ja irgendwann ein anderes Mal nochmal machen. Nee, Offset wollte ich eigentlich nicht.
wollte Extrud. So, zum Blenderkübel. So,